gibt es zu viele Menschen auf diesem Planeten, wie oft behauptet wird? Und ist das weitere Wachstum der Weltbevölkerung wirklich so ein großes Problem? Ich heiße Wolfgang Lutz, ich bin Bevölkerungsstatistiker und Professor hier an der WU und ich leite das Wittgenstein Center for Demography and Global Human Capital, einer Zusammenarbeit zwischen der WU, der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und dem JASA in Luxemburg. Die Entwicklung der Weltbevölkerung ist für viele verwirrend. Während bei uns in Europa das Bevölkerungswachstum stagniert und die Bevölkerung rasch altert, ist in Afrika das Wachstum fast ungebremst. Die Lebenserwartung zum Beispiel ist bei uns in Österreich viel höher als in zahlreichen afrikanischen Ländern. Die Geburtenraten sind in Afrika viel höher als bei uns. Mehr Menschen brauchen mehr Ressourcen und mehr Menschen verschmutzen die Umwelt mehr, tragen stärker zum Klimawandel bei, was für die zukünftigen Generationen ein großes Problem sein wird. Gibt es genug Nahrung für alle? Kann man die Gesundheitsdienste schnell genug ausbauen? Und wie geht es mit dem Wirtschaftswachstum? Wir haben also versucht, die grundlegenden Faktoren zu verstehen, die zu diesen unterschiedlichen Bevölkerungsentwicklungen und der Zukunft der Weltbevölkerung beitragen. Zunächst haben wir alle Daten, die von den nationalen Statistikämtern produziert werden, gesammelt. Das sind also Volkszählungen, Geburtenregister, Sterberegister und viele Stichprobenuntersuchungen, die in zahlreichen Ländern dazu durchgeführt wurden. Gleichzeitig haben wir in einem zweiten Schritt die gesamte wissenschaftliche Literatur zu dem Thema überblickt, sortiert und unsere Schlussfolgerungen daraus gezogen. Und in einer dritten Phase haben wir eine große Online-Befragung von über 500 internationalen Experten durchgeführt, was sie in ihren Ländern als die Ursachen für die Entwicklung sehen und auch was sie glauben, dass in Zukunft wahrscheinlich ist, was die Entwicklung der Geburtenrate, der Sterberate und der Migration betrifft. Wir haben dann hier in Wien das alles zusammengebracht und übersetzt in unterschiedliche Bevölkerungsprognosen bis zum Ende des Jahrhunderts für alle Länder der Welt. Das wichtigste Ergebnis war, dass die Schlüsselvariable schlechthin, die alles andere beeinflusst und bestimmt, die Basisbildung von Frauen ist. Überall dort, wo Frauen zumindest Grundschulbildung haben, sinkt die Kindersterblichkeit, es steigt die eigene Lebenserwartung, die sozialen Strukturen verbessern sich und vor allem auch die Geburtenraten gehen von alleine zurück, ohne dass der Staat da aktiv eingreift. Bei uns in Europa geht es um die Frage der Alterung der Bevölkerung. Wie können wir unsere sozialen Sicherungssysteme fit für die Zukunft machen? Und auch hier spielt die Bildung, spielt das Humankapital eine große Rolle, dass weniger Menschen im Erwerbsalter eben produktiver sind. Also Bildung ist die Schlüsselvariable sowohl für die Frage des Wachstums in den Entwicklungsländern als auch zukunftsfit hier bei uns in Europa zu werden.